Hallo, danke, dass Sie sich dieses Video einmal ansehen zum Thema Ethernet, eigentlich ganz harmlos, auch wiederum als Vorbereitung auf die Vorlesung Netzwerkmanagement Systemintegration 3. Ethernet bezeichnet eine Technologie, die heute letztlich über Netzwerkswitches abgebildet wird. Alles, was Sie schon mal kennengelernt haben in vernetzte Systeme, zum Thema Repeater, Hubs und so weiter, dient eigentlich eher didaktisch dazu, Sie auf das Thema Switching vorzubereiten, denn das ist das, was wir heute de facto antreffen. Ethernet-Switches kümmern sich um Datenpakete. Wir wissen, es ist ein paketvermittelndes Netzwerk, nicht wie in der klassischen Telefonie dediziert geschaltete Leitungswege. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Ein Ethernet-Paket kann verschiedene variable Längen haben. Und was uns im Switching-Geschäft interessiert, sind die ersten Bytes. Das heißt, nach der Präambel, Sie haben das in vernetzte Systeme gesehen, da kommt irgendeine Schwingung an und ein Frame-Delimiter, der dem elektrotechnisch dem Chip auf der Netzwerkkarte signalisiert: Achtung, jetzt kommen Nutzinformationen. Und die erste Nutzinformation, die hier kommt, das Paket wandert hier in diesem Bild in diese Richtung und wird dort als erstes die Destination MAC-Adresse verewigen. Das heißt, hier steht eine MAC-Adresse, die eindeutig auf unserer Erde ist. Wenn die Netzwerkkartenhersteller da keinen Unfug getrieben haben, ist jede Netzwerkkarte eindeutig mit einer MAC-Adresse belegt. Direkt danach, nach diesen 6 Byte, kommt die Source-MAC-Adresse, also die Quelle der sendenden Station, wiederum ein eindeutiger Code, der die Netzwerkkarte beschreibt. Was danach kommt, interessiert uns im Switching-Ethernet-Geschäft schon gar nicht mehr. Insofern ist eigentlich Ethernet-Switching eine relativ simple Sache. Und wir sehen hier im Data-Part, also relativ weit hinten im Paket, weitere Header. Die sind hier mal so herausgezeichnet, wie zum Beispiel ein IP-Header, eine IP-Destination, also eine Zieladresse, so wie wir es kennen, 192, 168, irgendwas beispielsweise. Das ist Daten. Mehr nicht. Aus Sicht des Switches werden hier Daten transportiert, in die wir weder reingucken möchten noch überhaupt könnten. Wir sehen jetzt eine simple Übung, um einfach mal nachzuvollziehen, wie das Ethernet-Switching-Geschäft funktioniert. Dazu werden wir jetzt ein Datenpaket von diesem PC aus einfach mal verschicken. Das klingt sehr tragend für: Wir werden mal einen Ping absetzen. Wir werden uns den Upcache des PCs anschauen und wir werden uns dann auch mal am angeschlossenen Switch, hinten, wo dieser PC konnektiert ist, die MAC-Adresstabellen ansehen und die Frage klären: Wie sieht eigentlich ein angeschlossenes weiteres Endgerät den Datenverkehr? Hier haben wir unseren PC. Unser PC ist am Port 1 angeschlossen des Switches. Port 2 geht auf einen weiteren PC und wir haben noch einen Uplink irgendwie in das HSW-LAN, der uns jetzt erstmal nicht weiter interessiert. Dieser Switch ist denkbar simpel konfiguriert, nämlich gar nicht. Der wurde ausgepackt und eingeschaltet und selbstverständlich reicht es schon, dass diese beiden PCs sich erreichen können. Bei einem Windows-PC, wie wir ihn jetzt hier finden, bei Linux sieht es eigentlich sehr, sehr ähnlich aus, da gibt es immer eine Eingabeaufforderung, eine Command-Line, was Sie über CMD starten können. Und für die simplen Kommandos reichen eigentlich normale Userrechte aus. Wir müssen da nicht zwangsläufig Administrator sein. Wir werden jetzt ein Kommando absetzen, ARP-D auf einem Windows-Rechner. Das heißt, wir löschen den ARP-Cache. Dieser Rechner ist in einem Zustand, als wäre er gerade frisch gebootet im Netzwerk-Stack. Er kennt keine weiteren Stationen. Fehler beim Löschen des ARP-Eintrages: Wir brauchen höhere Rechte. Ich habe gerade erwähnt, dass wir kein Admin sein müssen. Das ist in der Regel so, wenn wir keinen Rechner der HSW benutzen. Also Kompliment an Herrn Schimanke, der hat hier einen ordentlichen Job gemacht. Wir gucken uns den ARP-Cache mal an. Der ist jetzt natürlich gefüllt, dadurch, dass der PC schon eine kleine Weile am Netz ist. Und so sieht etwas aus, wenn der PC erstmal sich mit weiteren Stationen unterhält. Ein Windows-PC ist per se relativ geschwätzig. Wir wissen, wenn der startet, da starten sehr, sehr viele Applikationen mit. Vielleicht ein Instant Messenger, eine Dropbox, weiß der Geier, was hier alles installiert ist. Und diese ganzen Komponenten versuchen auf die Netzwerkkarte zuzugreifen und bereits Datenpakete zu verschicken. Das heißt, ohne eine Anwenderinteraktion, dass ich hier jetzt irgendetwas gemacht hätte, haben wir schon mit ganz vielen Stationen gesprochen. Deshalb ist der ARP-Cache schon gefüllt. Und was wir hier sehen, das ist passend zu unseren beiden PCs, das ist ein Netzwerksegment 192, 168, 178. Da habe ich einfach mal die beiden PCs hineinkonfiguriert, die Punkt 5 und die Punkt 10. Wir haben hier auch eine IP-Adresse in diesem Segment, nämlich die 192, 168, 178, 10. Diese beiden Maschinen haben sich offenbar schon gesehen.
Denn wir sehen hier die 192, 168, 178, 5, der entfernte PC hier an dem anderen Port. Der ist mit einer MAC-Adresse 00-2355-1C4347 dynamisch gelernt worden und bereits bei diesem PC bekannt. Jetzt kommt der Switch einmal ins Spiel. Also alle haben schon miteinander gesprochen. Wir können den Anfangszustand nicht wiederherstellen, weil dann müsste ich den PC hier ausschalten und das wäre etwas unschön für die PowerPoint-Präsentation. An dieser Stelle gucken wir uns jetzt mal den Switch an. Dafür brauchen wir ein Terminal-Programm. An dieser Stelle der Hinweis an das kleine Lernvideo, was es gibt zum Thema Keine Angst vor aktiven Komponenten. Wir werden uns also hier jetzt mal auf diesen Switch einloggen. Seriell sind wir mit dem verbunden. Und damit das Ganze auch ein bisschen erkennbarer wird, machen wir das Ganze etwas größer. Wollen wir mal den Fond etwas verstellen. Wo ist er? Da ist er. Und gehen wir auf eine etwas größere Geschichte. So, jetzt kann man hier sehen, wir sind eingeloggt auf einer Switch-Komponente und wir haben an der Hand der Skizze eben beschrieben, wir sind auf Port 1 und Port 2 mit unseren Teilnehmern verbunden. Ich tippe hier ein, Show Interface Brief. Merken Sie sich das Kommando nicht, das werden Sie, wenn Sie die Laborveranstaltung hinter sich haben, zu Genüge kennen. Und wir sehen hier die beiden Ports 1 und 2 sind Status ab, laufen in irgendeiner Geschwindigkeit. Das sind tatsächlich die beiden PCs, die ja miteinander verbunden sind. Ich möchte nun sehen, die MAC-Adresse hier, die mein PC, meine Windows 7 Station hier an dieser Stelle gesehen hat, nämlich die MAC-Adresse mit der 4347 hinten, die hat er erkannt und diesem Netzwerk zugeordnet. Die möchte ich gerne sehen. Da wird es sicherlich irgendein Show-Kommando auf dem Switch geben, was mir entsprechend weiterhilft. Und zwar vermutlich Show MAC irgendwie. Genau, mit der Tab-Taste bietet er mir an, Show MAC Address. Das klingt vielversprechend. Das gucken wir uns an. Und da sehen wir, dass der Switch tatsächlich die IP-Adresse, die MAC-Adresse mit der 4347 hinten, also die eben beschriebene, meines Kommunikationspartners in meinem kleinen Netzwerk, gefunden hat, hinter Port 2. Und er sieht eine MAC-Adresse, die ich jetzt nicht kenne, hinten mit der 2E7 hinter Port 1. Ich habe natürlich einen Verdacht in meinem kleinen Netzwerk, das wird diese eigene Windows-Station hier sein. Deshalb können wir mal hier ein IP-Config eingeben, schräger all, und müssten doch eigentlich irgendwo diesen Netzwerkadapter finden, mit dem wir verbunden sind. So, ich sehe jede Menge Zeug, unter anderem auch einen Bluetooth-Adapter, der in diesem Fall sicherlich nicht mitspielt, ein Wireless-Netzwerk, ein Intel-Adapter, sehr verdächtig. Und hier haben wir ihn. Lass mal untereinander legen. Der hat diese physikalische MAC-Adresse, also die MAC-Adresse hinten mit der C2E7. Und das ist exakt das, was uns der Switch hier auf dem Port 1 anzeigt. Was ist also passiert? Zurück zur Skizze. Wir haben ein Datenpaket über das Netzwerk geschickt. Der ARP-Cache des PCs mit ARP-A ist es auf Windows-Ebene anzeigbar. Sieht meine Kommunikationspartner schon und hat die MAC-Adresse verewigt. Und auf dem Switch haben wir gesehen mit dem Kommando Show MAC-Address, dass eben auf Port 1 und Port 2 MAC-Adressen gelernt wurden. Da haben wir sie. Warum hat er das getan? Das ist für einen Switch erstmal seine originäre Aufgabe, wenn er ein Datenpaket bekommt von einem angeschlossenen Ethernet-Teilnehmer, auch auf das Source MAC-Adressenfeld zu schauen, das in seine Forwarding Database, in seine MAC-Adresstabelle einzutragen. Und wenn jetzt nichts mehr passiert, beide PCs würden schweigen und keine Datenpakete mehr schicken, würde er sich für etwa 300 Sekunden diesen Parameter merken und die MAC-Adresse in seiner Tabelle weiterführen. Bei jedem neu gesehenen Paket wird die Zeit wieder von vorne gezählt und er merkt sich einfach, diese MAC-Adressen, diese beiden Teilnehmer sind an Port 2 und 1 konnektiert. Zur letzten Frage, was sieht ein am Switch angeschlossenes Endgerät? Mein Nachbarkommunikationspartner, der hier angeschlossen ist, mit der 192, 168, 178, 5, mit einer MAC-Adresse wie eben gesehen, ist natürlich auch nicht ganz schweigsam. Auch ein Windows-Betriebssystem, was ständig Datenpakete in das Netzwerk schickt. Und die Frage ist doch, was sehen wir jetzt hier? Was kommt davon an unserem Netzwerkport an? Dazu starten wir einen Wireshark. Schauen uns einfach mal an, welches Interface, das ist der LAN-Verbindung, und sagen an dieser Stelle Start.
und schauen uns einfach mal an, was wir hier so für Datenpakete sehen, die über das kleine Netzwerk, was wir hier haben, laufen. Und da ist im Moment relativ wenig los bei zwei Teilnehmern, die nicht miteinander kommunizieren. Das kann ich nachvollziehen. Deshalb schicken wir hier den Ping noch einmal los. Wo haben wir ihn? Ping 192, 168, 178, 5. Der Ping wird beantwortet, also sie sprechen miteinander und ich stoppe mal das Wireshark-File. Hier sehen wir die bereits bekannte MAC-Adresse. Und zwar genau hier mit der C2E7. Die kommt uns bekannt vor aus dem Switch hinter Port 1. Das ist meine Station. Und dieser Rechner mit dieser MAC-Adresse fragt jetzt exakt etwas an. Er macht nämlich die ARP-Request an dieser Stelle auf das Kabel. Wer hat eigentlich die 178.5? Und das ist ein Broadcast-Paket. Das heißt, wir schicken ein Broadcast-Paket FFFF, alles hexadezimal auf 1 gesetzt und fragen alle Stationen im Netzwerksegment an, wer bitte ist diese Station? Das wird vom Switch an jeden RJ45-Port kopiert und jeder bekommt dieses Paket zu sehen. Ich bekomme auch die Antwort meiner Gegenstation. Die antwortet mir ganz brav. In diesem Fall schon als Unicast-Datenverkehr. Destination und Source sind eindeutige MAC-Adressen. Und ab diesem Zeitpunkt sehe ich nur noch Kommunikation zwischen diesen beiden Teilnehmern. Eben nicht mehr die Broadcasts und andere, die das auch sehen würden, die in meinem kleinen Netzwerk konnektiert sind, sondern an dieser Stelle habe ich wirklich den Namen Switch, englisch Schalter, mal bewiesen, dass es so ist, dass hier ein dedizierter, für einen ganz kurzen Moment, für eine Paketlänge dedizierter Weg zwischen den beiden Stationen geschaltet wird. Wichtig, das hier. Destination und Source MAC-Adressen, das sind die Entscheidungen, wo unser Windows die Kommunikation drüber fährt. Das ist das, was wir hier gesehen haben, die MAC-Adressen. Und das ist exakt das, was wir mit Wireshark auf dem Kabel gesehen haben. Und das ist das, was wir auf dem CLI des Switches gesehen haben, die MAC-Adressen, die er gelernt hat. Was hat also nun dieser Switch mit IP-Adressen am Hut? Genau, er hat damit nichts zu tun. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. So tief guckt er in das Datenpaket nicht einmal hinein. Hier noch einmal zusammengefasst. Destination und MAC-Adresse, darum kümmern sich die Switches. Das ist exakt das, wo unser Ethernet-Geschäft läuft. Und hier hinten, am späteren Zeitpunkt des Datenpaketes, sehen wir nochmal einen IP-Header mit einer Source-Destination-IP-Adresse. Das ist das Geschäft in OSI Layer 3. Da werden sich letztlich Router drum kümmern, das werden Sie kennenlernen in der Vorlesung und auch in den Laboren. Bitte, ich möchte mit dem Vorurteil aufräumen, was es doch immer wieder gibt, dass wir einem Switch eine IP-Adresse geben müssen und dass er irgendetwas damit tun würde. Dem ist nicht so. Der Switch leitet Ethernet-Pakete weiter und hat von IP letztlich überhaupt keine Ahnung. So viel zum Thema Ethernet, eigentlich ganz einfach. Source-Adresse, Destination-Adresse, MAC-Adressen, die miteinander übertragen werden, die Sie sich mit einem Wireshark auch anschauen können beispielsweise oder mit einem TCP-Dump auf einem Linux-System und letztlich eine sehr nachvollziehbare Welt, die wir im Labor noch sehr genau auseinandernehmen werden. Vielen Dank.